Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gwent The Witcher Card Game und mit den nördlichen Königreichen. Letzte Folge ein bisschen akklimatisieren mit dem Deck. Jetzt hoffe ich doch, dass da ein bisschen mehr Gelaber von mir sein kann. Und auch ein bisschen auf den Gegner mehr eingehen. Dass ich ein bisschen mehr auf den Gegner eingehen kann. Ein Streifenkommando reicht mir. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Dich möchte ich eigentlich noch nicht haben, deswegen bleibt das erstmal so. Ich würde mit dem Streifenkommando beginnen. Ja, yep. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Er ist ja mit Eifer echt gut. Ich glaube, er ist halt echt nicht schlecht. Ich würde mal davon ausgehen, ich spiele ihn. Ich spüre kein Band zu Hexern ohne Ehre. Und dann, glaube ich, löse ich die Fähigkeit gleich aus. Das wird ein 20er und dann würde ich die Runde beenden. Dann spiele ich ihn noch. Wobei, langes Match. Einsatz Nahkampf, drei Benachbarte. Ich mach das nur für meinen Grog. Köstlicher Grog. Dann würde ich sagen, nehme ich die noch. Beende den Zug. Wenn natürlich jetzt den Geralt auf der Hand hat mit einer Karte, die größer 9 ist, vernichten, dann habe ich ein Problem. Ansonsten glaube ich, passe ich nächste Runde. Wobei, eigentlich lohnt sich es gar nicht zu passen. Dann zieht ihr, glaube ich, drei Karten nach. Also er ist auf jeden Fall stark hier, der Erland von Larvik. Hat er keine Immunität, weil es nicht Adrenalin 3 ist. Also ich habe mehr als drei Karten auf der Hand. Drei andere Karten außer ihnen. Ungeschützt zerstöre diese Karte. Formation. Für bessere Ausbildung Nahkampfreihe wird ein Eifer gewährt. Bei Ausspielen in der Fernkampfreihe verbessert es eine Dumm 1. Fernkampfreihe. Krieg, du dreckiges Flittchen. Hätte ich zwar auch hier machen können, aber ich gehe mal davon aus, dass ich ihn vernichten will. Befehl Adrenalin 3, verzehre alle Marken in dieser Reihe und erhalte. Okay. Mach nächste Runde mit ihm 3 Schaden. Und spiele ihn nächste Runde in die Nahkampfreihe. Und verbessere ihn um 1. Also ich spiele das so. Zurück in den Staub, wo eine du Verbesserung. Herkommst. Dann hier mit 3 Schaden. Hier mit 3 Schaden. Dann ist er weg. Jetzt müsste er eigentlich passen. Außer er will die Runde haben. Ich würde nächste Runde passen. Er beginnt ja noch. Ja, er hat gepasst. Passe ich auch. Guter Beginn, glaube ich. Monsterdeck verzehren mit ein bisschen Todeswunsch, nehme ich mal schwer an. Drei Karten. Er kommt wieder ins Deck zurück, den möchte ich nicht auf der Hand sehen. Und die Tempelwache ist auch nicht so mega gut. Oh Gott, jetzt ziehe ich dann gleich nach. Man kann es ja versuchen. Einsatz Nahkampf, gib einer verbündeten Einheit eine Ladung. Einsatz Fernkampf, verbessere einer verbündeten Einheit um 1. Eine Ladung würde ich sehr gerne geben, und zwar eigentlich ihm hier.
Das heißt, ich brauche erstmal ihn. Lang lebe, etc. etc. Verbessert sich um 1. So Spein nach diesem Gelage in der Taverne. Einsatzführer einer 2 Schaden zu Todesstoß erhalt Eifer. Befehl generiere eine Blaustreifenkommando und rufe es in diese Reihe herbei. Hätte ich vielleicht ihn ins Deck zurückmischen müssen. Egal. Eh kein Todeswunsch. Okay, Soldat. Schrubb dies, schrubb das. Ich hab bald echt die Schnauze voll. Beide Soldaten. Ich spiele nächste Runde meinen Elefanten, den Kriegselefanten. Dann spiele ich ihn in Nahkampfreihe und gebe meinem Kriegselefanten eine Ladung. Bedeutet, ich kann mich nochmal um 8 verbessern. So verstehe ich das zumindest. Das möchte ich jetzt auch testen, ob das so funktioniert. Und da der Gegner definitiv die Runde gewinnen muss, kann ich ein bisschen drin bleiben, ein bisschen Mechaniken testen und schauen, ob das so funktioniert, wie ich das will. Er spielt 2 Szenarien aus. Sehr interessant. Okay. Deutet jetzt hat nämlich den Kriegselefanten zwischen 2 Soldaten. Nee, möchte ich noch nicht benutzen. Nächste Runde um 8 verbessern. Nahkampf, ihm eine Ladung geben. Bestenfalls natürlich nochmal um 8 verbessern. Wäre mein Ziel, ob das so funktioniert, müssen wir jetzt rausfinden, weil dann ist der Belagerungshelfer auch sehr, sehr stark. Das heißt, ich mache jetzt eine Fähigkeit. Nahkampf. Einsatz Nahkampf. Gib einer verbündeten Einheit eine Ladung. Was willst du? Okay. Ich glaube nicht so, wie ich das wollte. Das heißt, man muss auch wirklich Ladungen haben. Befehl ist dann keine Ladung. Okay, gut. Dann bringt er mir nicht so viel, wie ich gehofft habe. Aber klar, das muss man erstmal austesten. Ich glaube, dann werde ich nächste Runde passen. Mit seinen Szenarien hier kann er dann machen, was er will. Bin sehr weit vorne. Vielleicht soll ich den Ronvid der Sture noch spielen. Andererseits, ich glaube, ich werde passend auf die letzte Runde gehen. Andererseits könnte ich halt auch hier das machen. Könnte ich halt eigentlich auch noch was probieren. Komm, mach mal so. Hübscher Saustall hier. Gib ihm Eifer. Immer munter. Und denk, dann werde ich erstmal dabei bleiben. Nächste Runde spiele ich dann noch die Tempelwache aus. Bessere die ersten 3 links oder rechts davon. 3 benachbarte verbündete Einheit um 1. Hände weg vom Votivmaterial. Werd ihn noch verbessern. Und den Zug beenden. Ich habe eine Karte weniger wie er. Das heißt, entweder gehe ich jetzt auf die Runde komplett. Dominanz hat er durch den Wildjagddiener. Ich glaube, ich gehe dafür. Nur Blut vermag die Ehre meiner Maid reinzuwaschen. Ist ein bisschen anders wie bei den Monstern. Da hätte ich jetzt gesagt, ich probiere es nicht, weil hier noch der wilde Jagdhund liegt. Aber andererseits kann ich nächste Runde auch passen. Wenn er jetzt da drüber kommt, und zwar deutlich, dann werde ich auch passen.
Ja, das ist auch ziemlich mies, denn jetzt kann ich meine Fähigkeit hier nicht mehr spielen. Weil die dadurch passen. Abwarten. Was ist jetzt in der letzten Runde noch passiert? Roche gnadenlos. Am Anfang stark, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich, hier will ich nicht haben. Die passt mir ganz gut in den Kram, den Belagerungshelfer nicht, okay. Gedeihen. Für Radovid, für die Ehre der Jungfer Heidelberg. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich das ganz am Ende benutze und alles in die Nahkampfreihe spiele, außer ihn, weil er jetzt halt jede Runde sich verbessert. Könnte sein, dass ich das verliere. Befehl verbessere eine verbündete Einheit um 5. In Situation, wann immer du eine nördliche Königreich-Einheit ausspielst, gib ihr Eifer. Das heißt, sie muss eigentlich oder Stoß Eifer. Musst du erst sie ausspielen. Verbessert er sie. Dann muss ich sie ausspielen und dann verbessern. Ich hin, krieg ich hin. Könnte eng werden. Denke mal, das sollte ich so reichen. Sollte so reichen. Habe ich zwar keine benachbart am Ende des Zuges, aber ich bleibe immerhin noch dran, kann mit ihr dann Vernon Roche spielen, denn kann sie verbessern. Ist nicht optimal gelaufen. Auch der Todesstoß klappt nicht, denn Osrel ist stark, den kennen wir. Der frisst jetzt eine hohe Karte. Ein Achter aber nur. Zusammen sein. Nichts kann uns aufhalten. Ich habe leider keinen Eifer, weil er wird wahrscheinlich nicht meine Karten töten können. Könnte eng werden, je nachdem, was das für eine Karte ist, die er noch ausspielen kann. Komme ich aber noch relativ gut dahinter. Er muss jetzt nur am besten noch eine Necker ausspielen. Er hat gepasst. Okay. Kann aber keinen Schaden zufügen, oder? Nee. Auf den Norden! Auf Temerien! Aber ich kann generieren. Besser einer um 5, nehme ich ihn. Hier nehme ich ihn. Meine Fähigkeit passe ich noch an. Derselben Reihe. Nee, generiere und spiele aus. Das heißt, ich kann ihn entscheiden. Ich spiele ihn oben. Bin durch. 47 Punkte. Wären, glaube ich, ein wenig mehr drin gewesen. 33. GG. 80, 114. Ja, war nicht optimal. Aber ich glaube, wieder ganz gut gespielt. Wie gesagt, es ist immer noch so dieser Ranpassungsphase, aber ich glaube, am Ende habe ich dann noch den lyrischen Sensenkämpfer ganz gut ins Spiel bringen können. Es baut halt sehr darauf auf, dieses Deck, dass der Gegner versucht, nicht deine komplette Strategie zu zerstören. Nilfgaard letzte Runde zum Beispiel, letzte Folge, letztes Match, hat sehr darauf sich konzentriert, meine komplette Strategie zu zerstören, wodurch das mit dem Verbessern nicht mehr klappt. Und dann schaut es blöd aus, aber ansonsten glaube ich, kann das Deck relativ viel Damage generieren, Stärke generieren. Und dann würde ich sagen,
Sieht ganz gut aus. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen ins nächste Match in dieser Folge. Match Nummer 2. Und wie ihr unten links seht, habe ich mir gedacht, komm, drei nördliche Königreich-Matches. Jetzt mal wieder ein Monster-Match. Vielleicht ab und zu mal wegen hin und her spielen. Jedenfalls habe ich Bock drauf gehabt, das Monster-Deck wieder auszupacken. Nach 2 Matches. Man glaubt es kaum. Okay. Und des Gegners wurde unterbrochen. Ihn will ich nicht haben. Osrel will ich später haben, aber behalte ich jetzt erstmal. Und der Rest wuchs er vielleicht nicht unbedingt. So passt es erstmal. Bin mal gespannt, ob der Gegner überhaupt da ist oder ob ich den Sieg so geschenkt bekomme. Dann kommt noch eine Folge hinten dran. Ansonsten bei Gwent, wisst ihr es, würde ich das so festhalten. 2 Matches pro Folge. Weil sie doch ein wenig länger dauern. Bei Hearthstone zum Beispiel kann ja auch mal ein Match nur 5 Minuten dauern. Hier dauern meistens immer so 15 Minuten. Ich habe das blöde Gefühl, dass der Gegner nicht da ist. Naja, auf jeden Fall beginnen wir mit Igern. Ihr kennt es. Erste starke Karte, 13. Dann ist er auch gleich für Osrel in der letzten Runde vorhanden. Passt. Dann würde ich eventuell noch hier ein bisschen auf Gedeihen spielen, je nachdem, was mir der Gegner anbietet. Oder auf Nidral und seinen Gegner ein bisschen kitzeln. Garantier Kostschei letzte Runde. Den NL-Eroberer am besten. Spätestens in der zweiten Runde. Einsatz, zieh dir dein Deck von der obersten bis zur untersten Karte an. Du kannst dein Deck mischen und dann eine Karte daran ganz nach unten legen. Okay. Ja, wir spielen ihn. Beenden den Zug. 9 Rüstung, das sind 9 Schaden, die er verursachen muss. Selbst wenn er das kann, habe ich mit dieser Karte allein schon zu viel Damage geblockt, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Okay. Dominanz habe ich immer noch, trotzdem würde ich gerne... Füge am Ende deines Zuges einer zufälligen gegnerischen Einheit in der Fernkampfreihe einen Schaden zu. Besatzung, füge einer zufälligen gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Besatzung. Löse diese Fähigkeit aus, wenn diese Einheit sich zwischen 2 Soldaten befindet. Das tut sie momentan nicht. Das heißt, ich kann erstmal den Neckar spielen. Denn in der Fernkampfreihe. Das heißt, wenn ich einen Neckar in der Fernkampfreihe gespielt hätte, würde mir jetzt einen Schaden machen. So, aber erstmal nicht. Nicht schlimm. Ich würde dann trotzdem die Dominanz nehmen hier. Und ihn zerstören. Nächste Runde vielleicht Puka, wobei Puka möchte ich fast mit der Kostschei zusammenspielen. Garantier, Kostschei, letzte Runde, Osrel letzte Runde. Das heißt, ich will gar nicht so unbedingt die Runde hier gewinnen. Würde sie trotzdem gerne mitnehmen. Verbindung des Gegners unterbrochen. Also der Gegner hat schon echt eine gute Verbindung, muss man sagen. Liegt er schon mal auf dem Friedhof. Er verschiebt sie, macht hier 3 Schaden. Merlin Rosch ist auch stark. Sonst nichts. Wieder und wieder und wieder. Wenn immer du eine Runde verlierst. Da lach ich doch.
Belege gerade, wenn er sie verliert, bekommt er sie auf die Hand zurück. Ziri ist schon echt gut. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach passe mit einer Karte Vorteil. Plus Ziri dann weg. Glaube ich, ist es eine ganz gute Option. Konzentriere mich auf die letzten beiden Runden. Ah, das Biest ist stark und Goliath ist stark. Bindung des Gegners wurde unterbrochen. Cool. Den NL-Eroberer nehme ich erstmal raus. Der Ghoul ist stark. Nidral. Könnte lang werden, deswegen behalte ich ihn. Der Rest gefällt mir aber eigentlich ganz gut, deswegen... Das ist echt gut, dass der Gegner so eine gute Verbindung hat. Verbindung des Gegners unterbrochen. Ich überlege, ob ich die für YouTube nehmen kann. Wenn ihr sie jetzt hier seht, dann... müsst ihr genauso wie ich warten, ob der Gegner wieder schweint oder nicht. Ob er es schafft. Und ich gewinne. Okay, dann ist das quasi die Verbindung deines Gegners wurde unterbrochen, das Spiel wurde abgebrochen, du hast das Spiel gewonnen. Nehme ich an. Okay, schade. Schade, schade. Aber dadurch würde ich sagen, gibt es noch eine nächstes Match in der Folge, denn das kann man ja nicht ernst nehmen. Ich lasse es dann trotzdem drin, einfach nur ist halt ein Disconnect-Pech. Damit ihr aber seht, wie es weitergelaufen ist, dann würde ich sagen, gehen wir ins letzte Match, das heißt nur Bonus-Content, nichts verloren, auf ins nächste Match. So, Match Nummer 3 und ich bleibe bei den Monstern. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr einzusammeln. Einfach nur deswegen, weil ja das Match gerade eben abgebrochen wurde. Die beiden möchte ich spielen, die Bruxa auch, den Neckar lieber nicht. Auch die Mittagserscheinung nicht. Okay. Er beginnt. Ich gehe erstmal mit den beiden Endriaga-Larven. Beziehungsweise Endriaga-Larve Bruxa, Endriaga-Larve Bruxa. Okay, gern, kenne ich. Looten für zwei Züge. Die Drohne würde ich sehr gern wegbekommen. Bleib mal bei den Endriaga-Larven. Nächste Runde dann die Bruxa auf das, was er noch spielt. Weil Bluten, glaube ich, bringt nicht viel auf den Igern. Entweder verliert er dadurch zwei Rüstungen, was mir nichts bringt. Oder zwei Stärkepunkte, was mir was bringen würde. Aber... Dominant spielt er. Okay. Looten. Bei Schaden kann er keinen von hier killen. Konzentriert sich komplett auf die Zerstörung meiner Gedeihendiener, was ich eigentlich okay finde. Machen wir mal so. Ich glaube, die Runde können wir eh vergessen.
Die Runde kann ich vergessen. Er muss aber jetzt noch spielen, definitiv. Abwarten, was er noch so macht. So, also Nidral natürlich in der ersten Runde mit IGN zu spielen, ist auch eine gute Kombination. Okay. Maxi von Decker. Deckmischen. Man nagt mich nur einmal. Ein zweites Mal gibt es nicht. Jetzt ist die große Frage, will ich hier noch weiterspielen? Ich glaube nämlich schon. Liebling, tanz mit mir. Aber mal schauen, ob er noch seinen Befehl benutzen will, denn könnte jetzt halt auf die Mittagserscheinung gehen und für die zwei Ratten, wenn nicht so schlimm. Komm mal nicht durch seine Rüstung durch. Wenn ich jetzt hat ihn spiele, komme ich auf 16 Punkte. Das reicht auch nicht. Das heißt, ich müsste fast noch die Speerspitze spielen. Ich glaube aber, ich lasse es dabei. Eine Karte mehr. Nehme ich mit. Erste Runde muss ich nicht circa haben. Habe eine Karte mehr. Ich muss natürlich jetzt sitzen. Mittagserscheinung nicht. Das Biest gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich Karant hier weglegen, denn er bringt mir nichts, außer ich bekomme... Wobei, doch, das Biest bringt mir was. Ah, passt auf, das Biest bringt mir was. Und Nidral könnte ich dann benutzen, um ihn ein bisschen zu nerven. Dann lege ich sehr gerne... einen Eleroberer ab. Oder Speerspitze Schlaf. Oder gar nichts. Ich glaube, ich behalte sie so... Ja. Ist so ein bisschen riskant, denn Osril wird mir nicht viel bringen, denn ich habe hier bis jetzt nur die Mittagserscheinung drauf. Er hat gepasst. Er hat gepasst. Das heißt, das Beste, was ich eigentlich machen könnte, ist... Eine Karte zu spielen, aber welche? Karantier? Nee, Karantier brauche ich nächste Runde mit dem Biest. Nidral würde ich gerne spielen. Ich glaube, ich nehme den NL-Eroberer. Das heißt, bekomme ich halt die Stärke von Osril wieder zurück, egal was ich jetzt spiele. Also ist eigentlich egal. Unser König wird sich über den Kopf freuen. Verstehe nicht, ob das das Instant passen. Ob das so quasi eine gängige Meta-Methode ist, das finde ich ein bisschen ärgerlich, denn ich finde so ein paar Karten, zumindest zwei, drei Karten spielen, gehört, finde ich, schon dazu. Okay, die beiden Neckar sind gut, Kostschei mit dem Karantier sind gut, Triegel ist gut, das Biest ist gut, ich glaube, ich gehe mit dem Karantier für das Biest, wobei Kostschei auch stark ist. Ich glaube, ich will sogar so beibehalten. Jägerlarven habe ich drin. Ich habe keine Gedeihenkarten mehr. Puka könnte ich noch bekommen. Puka wäre besser. Die gern wäre auch stark. Natürlich. Ich glaube, da würde ich aber so mitgehen. Ist ja blöd, dass ich keine Gedeihenkarte habe, aber egal. Außer halt die Kostschei, aber die müsste eigentlich schon reichen. Das heißt, ich werde mit Karantier eher das Biest holen, denn die wird sich mehr pimpen als die Kostschei an sich. Weil ich kriege nie im Leben so viele Karten aufs Deck drauf. Ist okay. Ich hasse Portale.
Jedes Mal plus 2, das heißt, nächste Runde spiele ich die Speerspitze. Der sollte nicht zwei Geralds im Deck haben. Die schwächste Einheit. Das heißt, die Drohne wird zerstört. Oder garantiert dann. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ist halt ein Konterdeck quasi fast mit gegen das Gedeihendeck. Ja gut, garantiert tot. Hier Schaden, ich kann ihn nicht auswählen. Ist aber nicht so schlimm. Ich spiele Nidral. Kriege ich aber nicht mehr die... Ah, ist ärgerlich. Muss hier, um die geringste Einheit zu generieren. Dann muss er halt immer meine Drohnen wegbekommen. Wenn er sie nicht wegbekommt, dann vernichtet er eine 1er Drohne. Ja, das tut mir jetzt wenig weh. Er hat sehr viele Sonderkarten im Deck. Also diese, ich sag's mal, Zauberkarten dazu. Ist auch ein Zauber. Gib ihr Schleier. Ja, das vernichtet er sie. Damit wird jetzt hier die Kostschei vernichtet. Das ist sehr ärgerlich. Nicht dramatisch. Denn ich kann leider nicht mit Dominanz mithalten. Aber... Wen Opfer ich jetzt hat. Unwürdige Kreaturen. Sie sind kein Verlust. Okay. Einsatz verstiebe einer gegnerischen Einheit in die andere Reihe, wenn diese Reihe von Frost betroffen ist, füge 2 Schaden zu. Einsatz generieren einer gegnerischen Reihe für 2 Züge Frost. Wenn am Ende deines Zuges in der gegnerüberliegenden Reihe Frost herrscht, verbessere diese Karte um 1. Nehme ihn. Er wird zwar sterben nächste Runde, ist aber egal. Hätte auch Frost generieren können. Damit habe ich Dominanz. Bin immer noch sehr weit vorne, aber er hat noch gute Karten, denke ich. Ja gut, er spielt halt auf 3 Karten und Zauber, ne? So sieht es aus. Habe keine Dominanz. Er wird dann sterben. Jetzt habe ich aber wieder Dominanz. Kann dann die Striege opfern nächste Runde. Er ist ja schon sehr, sehr stark für den letzten, für die letzte Runde. Abwarten. Das Biest muss ich nächste Runde eigentlich schon spielen. Andererseits wird er wahrscheinlich besser der Einheit um 6 und gib ihr verdammt. Ist egal. Wird halt die Best. Das Biest wird jetzt sterben, ist nicht schlimm. Er blockiert halt komplett meinen Spielstil damit. Wird spannend werden, je nachdem, was er nur für 2 Zauber auf der Hand hat, weil Diener wird er keine mehr haben. Da bin ich mir eigentlich sicher.
Okay. Dann bin ich durch. Mal schauen, was passiert. Wenn es ein Diener ist, habe ich gewonnen. Außer er spielt einen 14er Diener aus. Wenn es ein Zauber ist, könnte es sein, dass ich verliere. Mal schauen. Kann er ihn noch killen? Und den 9er töten? Bin mal gespannt, was die Karte noch so bringen wird. Osrell. Damit wird er gewinnen. Und es war ein enges Match, leider verloren. Aber war knapp. Direkt die Runde aufgeben und dann weitermachen, ist halt eine echt gute Meta-Methode, muss man sagen. Er hat ja quasi dann seinen Kultus, oder wie er heißt, spielen können und konnte mich die ganze Zeit damit nerven. Und ich, da ich auf Gedeihen gehe, ist es halt eine Counter-Strat gegen mein Deck. Also es war schwer, das zu gewinnen. Ich war aber nah dran. Der Gegner war aber auch auf jeden Fall nicht schlecht. GG, und ich würde sagen, erste Niederlage seit einigen Matches. Gegner war gut. Schauen wir uns mal an, was das gebracht hat. Ich glaube, nur einen verloren. Jawohl. Nicht so dramatisch. Ich würde sagen, Leute, guter Gegner. Und wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und haut rein.